Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row 4. Ja, auch wenn wir viel Spaß in der Simulation haben, wird es Zeit, dass wir wieder hier rauskommen. Und deshalb nehmen wir die nächste Mission an. Nein, das ist die Karte. Aufträge hier. Und die heißt die Flucht. Brich aus der Simulation aus. I've constructed a door that'll allow your mind to get out of the simulation and back into your body. Head toward it. On my way. So what have you learned about this Zen invasion, Kinsey? The good news is they didn't get everybody. Just a whole bunch of people. According to what I've been able to decipher, the simulation is designed to house the best and the brightest specimens from various worlds. The best and the brightest from an entire planet? How big is this thing? Big. But they haven't gotten to all of Earth yet. Just the major cities. Last I heard, Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. That's good, at least. Okay, I need to get out of here. Once you're free from the simulation, I can sever your connection to the Zen Matrix. This will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage. Hey, where am I in the real world? You better not mess with my body. It's in a safe place. Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. Oh, was ist das hier? Können wir das knacken? Nein, können wir nicht. Aber wir können jetzt immerhin ein klein bisschen fliegen. Wahrscheinlich, wenn wir es upgraden, können wir noch ein bisschen besser fliegen. Aber es ist immerhin schon ein bisschen was. Ah, habt ihr gerade die Straßenschilder gesehen? Die sind ja auch cool. Warte, nochmal zurück. Accept, obey. Das sind ja coole Straßenschilder. Viel besser als so Parkleitsysteme, wie man sie bei uns hat in der rechten Welt. So, da müssen wir hin. Ach, hier ist die Tür, okay. Nehmen wir gleich, aber erst noch hier schnell den letzten Datenkorb. Oder. Yeah! Datensammlung 12? Wir waren doch bei viel mehr schon. Egal. Kinsey, the door's locked. Wrong door. Ah. Okay. Oh. Well done. Can you quit being a baby and just walk in? Look, lady, we're doing this in my time. No, you're not. No, you're not. Woher sie diese Inspiration hatten für diese Szene. Matrix! Und natürlich sind da alle zwei Pixel. So ein Mist aber auch. Kinsey. Kinsey. Where on earth? I feel like a gas station toilet. Verdammt, wo bin ich? Egal, wo ich bin, auf alle Fälle erstmal kotzen. Need to reach that platform. Was für eine Plattform? Alles okay mit dir, Boss? Ugh.
Where's Kinsey? Jedenfalls nicht hier. Mit wem sprichst du überhaupt? Shit! Hey, what are you doing? Give me that. Ja, auch wenn ich etwas benommen bin, ich kann immer noch Leute über den Haufen schießen. Oder treten. Oder wie auch immer. Denn ich bin der fucking President of the fucking USA. The hell am I? Und warum habe ich nichts an? Ich meine nicht, dass mich das stört, aber... I swear every time I come home, it's all, what'd you bring me? How come I never go on any raids? I got the same problem. I never get to just sit down and relax without being pestered by the missus. Tja, ich helfe dir dagegen. Hey, there's a human! Oh, da ist noch einer. Okay, die droppen jetzt anscheinend keine blauen Steine. Ich hoffe, du kommst, Kinsey. Für beide unsere Sake. Also wenn ich die KI von diesen Außerirdischen sehe, glaube ich, kriege ich einen Tinnitus in den Augen. Ich sehe überall Pfeifen. Sag hallo zu Mrs. President. Ich kann leider an dem bei diesen Exekutionen nicht teilnehmen. Tut mir leid. Ich habe was anderes vor, wie Escaping. Kinsey, I'm getting tired of looking for you. I'm starting to worry about you. Am I at the wrong... Oh, fuck. Let's do that. Tell Zinyak I got a bullet just for him. Oh, God. Bei so viel Pfeifen wird mein Tinnitus nicht besser in den Augen. Don't worry, I'll be there. Blah, blah. Fuck. Enough of you to stretch from here back to Earth. I said, come on, I'll kill you all. Is this on? Can they hear me? Well, hello. I see you're attempting a noble escape. Understandable given your situation, but I urge you to turn back. Ey, Schilder sind unfair. Ah. Zwischensequenz. Gut.
trotzdem finde ich immer noch Miss President. Ah, das ist so eine richtig geile Anspielung auf Mass Effect, weil hier muss man wissen, dass Keith David die Stimme von Admiral aus Mass Effect ist. Und die, genau diese Szene gab es nämlich mit dem Admiral in Anderson ist er, genau, in Mass Effect 3. Genau diese Szene. Let me take the stick. I'm getting us out of here. Gee, Kinsey, thanks for saving my life. Why, thanks, boss. I love being appreciated. Boss, I'm the president now. When did you turn into such a jerk? Surprise, Kinsey. I've always been an asshole. Thank you. I mean it. You're not wearing pants. It's just got weird. A little bit. Can I fly now? Knock yourself out. Scheiße, ich krieg mich nicht mehr. Tut mir leid, Leute. Oh, Flugsimulator. Oh, wait. You saved Keith David before me? I passed by him on the way out. Tell me how you got out? Let's just focus on flying, shall we? Okay, fine. Kinsey, does this thing have a radio? Radio signals bounce around space for... Yeah. Wait. This is my jam. Yeah, baby. Help me. Don't hurt me. Oh, more. Yeah. Also ich muss sagen, der Präsident hat echt guten Musikgeschmack. Wow. Don't hurt me. Welche Richtung denn? Achso. Da 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 da. La 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 la. Ich kann genauso gut singen wie der Präsident. Stay on target. Das war knapp. Ja, wir sind hier aus dem Todesstern gerade entkommen. Jetzt hätte ich gerne den Todesstern noch gesehen. Oder was auch immer es war. Ah, gut. Okay, es ist eher ein Todessternchen. We're not really leaving the others, are we? Hell no. But if we're taking the fight to Zinyak, we'll need all the help we can get. Kinsey, can you get in touch with Oleg? Yeah, we should be in range. Huh. I always thought Nightblade was just vampire shock. Oh no, my friend. It is the essence of drama. Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? Is that St. Louis? Probably telemarketer. Hey! Ignore. Oleg! Das nehme ich persönlich. You want me to leave a message? Gone. Well, I'd say this was a productive day. You're a fucking monster. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed 7 billion people. Whoops. Oops. He's not getting away with this. You goddamn right he's not. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able... Do it. Wait, you want to go back in there? You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You? Sure. You need help setting the DVR. If taking over a small part of the simulation led you to me, taking over the whole damn thing has to do something good. You don't even know what will happen. She probably does. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zin security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends. And find Zinyak. Yeah. All right,
Let's do this. When historians look back on the fall of the Xin Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized, and a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. Yeah, Johnny Gat will be back, man! I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Vergiss Call of Action. Ich will einen Roboter. Das Schiff ist nun verfügbar. Kehre zum Schiff zurück, um mit deinen Leuten zu reden, Aufgaben zu erhalten, dir Audiologs anzuhören oder eingesammelte Text-Adventures zu lesen. Text-Adventures? Gateway, West Stanfield. Du kannst jetzt Gateways benutzen, um zwischen Schiff und Simulation hin und her zu reisen. Benutze das Gateway auf Stanfield Island, um zum Schiff zurückzukehren und dort Waffenlager, Kleidung, Fahrzeuge und Bandenanpassungen zur Verfügung zu haben. Besatzungsmitglieder Kenzie und Keith. Kenzie und Vizepräsident Keith David sind nun auf dem Schiff verfügbar. Besuche sie, um Aufgaben zu erhalten, durch die du lernst, wie man die Simulation schädigt und Syndiacs Operation stört. Begleiter Keith David. Keith David kann nun über das Telefonbuch des Hub-Menüs in die Simulation gerufen werden. Er hilft den Saints im Kampf. Begleiter Kenzie kann nun über das Telefonbuch des Hub-Menüs in die Simulation gerufen werden. Sie hilft den Saints im Kampf. Bandenanpassung. An den Gateways kannst du nun deine Bande anpassen. So, und das war doch ein genialer Ritt. Passend mit dem Achievement, keine Panik. An was für ein Buch das wohl erinnern mag? Oh, Oberbefehlshaber-Pack im Kleiderschrank und Waffenlager des Gateways sind, sowie in der virtuellen Garage sind neue Inhalte zur Verfügung. Ja, das ist ein DLC gewesen, den es gibt, wenn man das Spiel kauft, und zwar zum Release mit dieser Presidential oder Hail to the Chief oder Chief Pack oder wie auch immer. Agoraphobic, sexually terrifying little sister. So, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.